Einen wunderschönen guten Abend. Sie kennen mich vielleicht aus Filmen wie Chatroulette. Doch besonders gut müssten Sie mich für meine sehr erfolgreiche Modekollektion kennen, welche bereits jetzt im frühen 2018 auf diversen Fashion Weeks heiß gehandelt wird. Die Rede ist natürlich vom neuen Bart, aber herzlich Merchandise Sweater. Welchen es übrigens nicht nur mit Rundhalsausschnitt gibt, sondern auch mit Kapuze. Und glauben Sie mir, dass dieser Stoff so unfassbar weich ist, dass selbst Ihre Frau die Finger nicht mehr von Ihnen lassen kann. Aber gut, genug endlich mit der Werbung. Wollen wir doch mal mit dem Hauptthema des Videos beginnen. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass dieser Pulli nur 24,99 kostet? Also, es hat natürlich einen besonderen Grund, warum ich heute hier bin. Ich möchte noch einmal auf das Thema vom letzten Chatroulette-Video eingehen, was uns alle sehr emotional bewegt hat. Und es gab auch noch einige Rückfragen dazu, warum ich es denn nicht schaffen konnte, meine Fassung bei diesem jungen Mann zu bewahren. Und zuallererst muss man natürlich auch sagen, dass ich das Gespräch, was ich mit diesen Herren geführt habe, knapp 40, 45 Minuten im Originalen ging und ich das Video auf, ich glaube, nicht mal 6, 7 Minuten runtergekürzt habe. Was wohl auch erklärt, warum einige das Gefühl hatten, dass ich mehr gesprochen habe als er, was ja in dem Video, was ich hochgeladen habe, auch so war. Da es vorher für alle, die im Livestream dabei waren, ich glaube, das werden jetzt auch ein paar sein, die sich in den Kommentaren melden, wissen, dass er vorher einen ellenlangen Monolog geführt hat, der so unsympathisch von ihm geführt wurde, wo ich dann einfach nicht mehr konnte und sagen musste, pass auf, komm auf den Punkt, versuch nicht so von oben herab zu sein, das ist überhaupt nicht notwendig, wenn wir beide miteinander reden und versuch nicht ständig abzulenken und das war ja dann auch ersichtlich im Video. Jedenfalls habt ihr im Stream gesehen, dass ich auch zwischendurch mal auf seinen Kanal gekommen bin und diese drei Videos, die er da hatte, mal kurz angesprochen habe. So richtig angeschaut habe ich mir die natürlich nicht, weil ich ja noch mit ihm reden wollte. Und genau aus dem Grund möchte ich ihm heute nochmal die Chance geben, vielleicht doch noch einen besseren Eindruck zu hinterlassen, als das, was ich an dem Abend von ihm mitbekam. So, da sind wir schon mal auf seinem Kanal und was als erstes auffällt, er hat 10.567 Abonnenten. Der hat tatsächlich vor 2 Wochen ein Musikvideo gemacht. Na, jetzt bin ich ja mal gespannt. Das hat er nämlich hochgelobt und hat erzählt, direkt als wir uns getroffen haben, dass ich ihn kennen müsste, weil er ja bei YouNow streamt und weil er bei Spotify einen Song hat und Musik macht und... Ey, du müsstest mich eigentlich kennen. Was? Ich müsste dich kennen? Ja. Naja, 993 Aufrufe für einen Musiksong allerhand. Er bietet schon mal heftig. Am Strand, jeder ruft mich jetzt an, bis mir geht, was ich mache. Die Fresse, ich lach jeden der Leute aus, die nur dann kommen, ins Läuft. Das ist eine Sache von Ehre und Stolz, dass die Menschheit leider nicht mehr besitzt. Alle wollen einfach Fame, Geld und Chicks. Doch heute ist Alltag, irgendwann reicht's. Scheiß auf die Hater, ich steh jetzt im Absatz. Also man muss sagen, ich habe schon Schlechteres gesehen. So die ersten 43 Sekunden, ich habe schon Schlechteres gesehen, Schlechteres gehört. Naja, obwohl gesehen nicht. Also die Qualität des Videos ist unterirdisch. Das sieht aus, als ob es mit 140p aufgenommen hat. Der Sound ist ganz okay. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Lyrics hier irgendeine große Bedeutung haben und vielleicht hören wir davon gleich noch mehr. Krass finde ich es bis jetzt noch nicht, aber ich hätte es mir jetzt peinlicher vorgestellt, muss ich sagen. Und ich kämpfe am Mike für den Preis. Umgeben von Hass oder Neid. Ja, ich bin ziemlich nass und arrogant. Ihr seid irgendwie irrelevant. Zu arrogant, doch hochinteressant. Die Meinung der anderen ist amüsant. Ohne Popcorn und Chips und bleibe gechillt. Das Leben ist halt einfach wie im Kino ein Film. Denn du bist mittendrin, du kommst nicht mehr raus. Die sagen, was sie sagen und ich hör gar nicht drauf. Ja, ich bin jetzt der King und trinke ein Gin. Denn ich mach, was ich mach, like a star. Shit, okay, das war jetzt richtig peinlich, Alter. Oh Gott. Da haben wir es wieder. Da haben wir es wieder, verdammt. Ich bin nicht eingebildet, aber ich bin der King, ich bin der Star, ich bin der Geilste. Allgemein, die ganze Behauptung ist, dass ich irgendwie eingebildet bin oder sonst was. Ich bin nicht eingebildet. Alter Junge, das geht gar nicht, Mann. Das nächste Video wird ein bisschen interessanter, denn das wird wahrscheinlich zeigen, auf welchem Niveau er Statements bringen kann. Ansage an Teilzeitgott. Das ist ein ziemlich bekannter YouTuber und auch ziemlich groß im Vergleich zu ihm. 83 zu 63 Like-Dislike-Verhältnis. Das zeigt auf jeden Fall schon mal, dass er ziemlich polarisiert, aber ich bin mal gespannt, was er dazu sagen hat. Ayo, Rizzo the Mac is back in dem Game. Und heute kommen wir zu einem Video Ansage an Teilzeitgott. Moment, den Anfang muss ich mir nochmal reinziehen. Ayo, Rizzo the Mac is back in dem Game. Und heute kommen wir zu einem Video Ansage an Teilzeitgott. Fragt dich.
Reed zu dem Act is back in the game. Okay, nehme ich jetzt erstmal so hin. Stimmt, Digga, was willst du gegen Teilzeitgott? Er ist ein Fortnite-Streamer, macht doch gar nichts. Ja, viele haben gegen ihn Rest in Peace gemacht, aber das juckt mich gar nicht. Das sind alles nur Schmarotzer, Digga. Die ganze CD-Community sind Schmarotzer. Die ganze Welt sind Schmarotzer, bis auf ein paar Personen. Alter, Digga, was ist mit dir los? Jetzt mal ohne Mist, Alter. Ich muss dich direkt mal am Anfang reingrätschen. So, what the fuck? Der schießt gegen eine ganze scheiß Community. Macht dir übelste Handspastiken. Ich weiß auch nicht, was das zu bedeuten hat, aber mit der Sonnenbrille im Dunkeln zu Hause. So, oh fuck, Alter. Ich ahne Schlimmes. Die React Army zerstört sowieso, you know, Digga. YouTube übernehmen wir auch, Digga. Kein Problem. Flex, flex, flex. Wisst Bescheid, wie es läuft. Und heute kommt. Flex, flex, flex. Als ob du schon mal irgendwas geflext hast, außer dein scheiß Plüschtier, wo du so ein Loch reingepult hast, Junge. Kommen wir zum Thema, warum ich gegen diese Person. Bitte. Ich werde sie einsprayen, Alter. Heute kommen wir zu der Person, Teilzeitgott, warum wir überhaupt gegen ihr Video machen. Ganz einfach, Leute. Erstmal die Sunglass vor meinem Gesicht entfernen lassen. Leute, jetzt heute kommen wir zu dem Thema, wie gesagt. Also, er hat ein Faker, also der liebe Teilzeitgott hat Fortnite gestreamt, wie immer, nur noch 15 Content und hat einen Faker im Stream gehabt, der sich React genannt hat. Und Leute, und. Digga, was für eine Droge nimmst du? Jetzt mal ohne Mist, Alter, was für eine Droge nimmst du? Guck mal bitte einfach seine Augen dabei an. Und Leute, und. Und Leute, und. Wie kommt ein 12-Jähriger an Crack? Ein Abonnent hat mir diesen Stream-Ausschnitt geschickt, als er gegen mich geschossen hat, obwohl ich das gar nicht war, also Doppelmittelfinger an Teilzeitgott. Echt nicht korrekt von dir, Digga. Echt nicht korrekt von dir, Digga. Hör auf damit. Ganz ehrlich, Digga, ich habe nie was gegen dich gehabt. Ich kannte dich schon seit der CD-Community, seitdem ich ein kleiner Furz war auf YouTube, seitdem ich ein bisschen kleiner war als du. Ich habe dich sogar gefeiert, Digga, für dein... Bisschen kleiner, du bist viel kleiner und du wirst das wahrscheinlich auch immer bleiben. Und du schießt gegen mich, Digga, gegen den King. Du schießt gegen mich, weil du nichts drauf hast, Digga. Weil du einfach denkst, du wärst was Besseres, nur weil du jetzt 82.000 Abonnenten hast, Digga. Schießt du gegen einen Typen, der 10.000 Abonnenten hat. Digga, mach mal ein bisschen hier Stopp in deinem Gesicht, Alter, oder in deinem Kopf oder wie auch immer. Sorry, Leute, ich muss jetzt erstmal Stopp in meinem Gesicht machen. Leute, bitte. Immer wenn ich in einem Stream ausrasten sollte oder immer wenn ich in irgendeinem meiner Videos übertreibe, schreibt bitte in die Kommentare Hashtag stopp mal dein Gesicht. Hättest du mal den Namen gelesen? Wahrscheinlich hat er sich gar nicht mal so richtig genannt wie ich. Erstens, ich heiße React mit 3 E. Das soll sich jeder merken. REEEACT. Was anderes und was besseres heiße ich auch nicht. Ich heiße so, wie ich bin. Flex, flex, flex. Ihr wisst Bescheid, wie es läuft. Flex, flex, flex. Ihr wisst Bescheid, wie es läuft. Oh, das tut richtig weh, das tut so weh, das tut einfach nur weh. Mann, ich will nicht mehr. Warum ich diese Person hasse? Ich habe dieser Person gar nichts getan und der greift mich einfach nur an, Digga. Weißt du, ihr habt selber gehört, was er gesagt hat, Digga. Der Typ ist einfach nur durch im Kopf, Digga. Und dazu ist er noch fett. Und sogar Tanzverbot hat auf ein RIP-Teilzeitgott-Video, der geht, wo ich erwähnt worden bin. Selbst Tanzverbot kennt mich. Selbst Tanzverbot kennt mich, Digga. Selbst Tanzverbot kennt mich, Alter. Weißt du, der größte Lappen auf YouTube, Tanzverbot, kennt mich. Man könnte fast denken, er bildet sich was darauf ein, dass Tanzverbot mal seinen Namen vorgelesen hat und das wahrscheinlich schon wieder lange vergessen hat. Aber mach erstmal so, als ob du eine übelste Nummer bist, so. Ich bin nicht eingebildet. Aber erwähnt nicht meinen Namen, nimmt meinen Namen nicht in den Mund. Mein Name ist zu wertvoll für eure Gesellschaft oder was weiß ich was. Also, wisst Bescheid, React übernimmt, Digga. Was denkst du, wer du bist, Alter? Digga, Junge, React Army, wir sind einfach Kings. Wir sind einfach die Babas, Digga. Nee, ich tut mir leid, ich muss abbrechen. Ich muss abbrechen. Leute, wenn ihr das Video weiterschauen wollt, bei 4.17 könnt ihr das gerne machen. Ich kann es mir nicht mehr anschauen. Ich skippe da jetzt noch grob durch, aber ich kann mir dieses Video einfach nicht mehr geben. Das ist zu heftig. Ich spüre förmlich, wie meine Gehirnzellen wegschmoren, jede Sekunde, die ich ihm weiter zuhöre. Was ist das für eine gequirlte Scheiße, die du laberst, Junge? Oh!
Ich habe das Gefühl, wenn er mal auf der Straße im falschen Viertel rumläuft, dass er von irgendwelchen Jungs mal für seine Scheiße gefistet wird. So. Wie kann ein kleiner Junge, der ist hundertprozentig nicht mal volljährig, auch wenn er was anderes behauptet hat, so komplett überheblich sein? Ich weiß nicht, ob das nur eine Rolle ist, die er spielt, aber das wirkt zu authentisch, als dass es gefaked sein kann. Ich glaube, es gibt wirklich Menschen, die so dumm sind. Ich meine, er ist ja schließlich der King. Flex, 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 ihr wisst Bescheid. React Army, I am the boss. Peace out. Ich bin einfach der Überking. Also, Teilzeit kommt noch, was du demnächst sagst gegen mich, ne? Falls du das Video siehst. Das Beste kommt zum Schluss, Leute. Ich bin nicht eingebildet. Ich bin nicht eingebildet. Ich bin nicht eingebildet. Ich kann es nicht mehr kommentieren. Ich lasse das jetzt einfach so stehen. Dann sei verdammt nochmal sauer auf mich. Ich will dir das einfach, das ist scheißegal jetzt. Mir ist es scheißegal, solange nichts passiert hier bei uns. Es reicht. Ja, Es reicht. Ja, aber die Leute sind auch noch da, die uns sehen wollen. Es reicht. Ja, du beendest es zusätzlich. Es reicht. Warum? Reicht's eigentlich? Ignorier's doch einfach, Mensch, solange hier nichts passiert. Es reicht jetzt. Mich juckt sowieso nicht. Ich hab keinen Bock mehr drauf. Hä? Ja, dich juckt's nicht. So verdammte Lüge, du kannst nicht lügen. Das stimmt, das habe ich auch schon erfahren. Es ist sehr lächerlich, was abgeht gerade, aber was soll man daran ändern? Mach jetzt den verdammten Stream aus! Sie hat doch recht, ja, sie hat doch recht. Mach ihn jetzt aus! Amigo bekommt Stream. Stream weiter. Ich stream auch weiter. Da muss ich leider... Ich kann es mir nicht mehr geben. Ich versuche die Videos von ihm anzuschauen, so, aber nach einer Minute, nach zwei Minuten kann man sich das einfach nicht mehr geben. Was ich doch noch interessant finde, sind die Kommentare unter den Videos. Jetzt will ich doch mal wissen, was hier drunter steht. Lass deine Karriere nicht von einer Frau bremsen. Karriere! Ah, der war nicht schlecht. RTL 3, Maskenball auf jeden Fall. Niemals knien und Demut zeigen. Die Olle ist richtig Psycho. Ich muss schon sagen, das macht mich ziemlich geil. Man muss halt Prioritäten setzen. Der wird ganz sicher berühmt und sehr beliebt. Sehr sympathischer junger Mann. Was mich natürlich auch noch interessiert, ist die Ansage an Teilzeitgott. Die Kommentare sind wahrscheinlich auch ziemlich witzig. Du Drecks-Random, dich kennt man nur als TS-Hoster von Ruin. Du schießt gegen den King. 10.000 Abos, 300 Klicks. Ja, moin. Und du schießt gegen mich, Digga, gegen den King. Alec 2.0, neuer Tanzverbot mit einer größeren Zahnlücke. Erstmal 10.000 Abos kaufen, bevor man mit YouTube startet. Das ist der Style. Haha, löscht dich. Ich habe tatsächlich auch ein bisschen das Gefühl, dass die Abos gekauft sein könnten. Ich will jetzt dir nichts behaupten, ne? Aber so ein bisschen habe ich ja tatsächlich das Gefühl, dass diese Abos nicht real sind, weil der Anzahl von Klicks, die er macht. Aber gut, wer ein K1-Video einfach kopiert und hochlädt, was soll man da auch erwarten? Wenn wir es so nehmen, haben wir dasselbe Glück. Ich habe das mit K1. Du mit Bushido. Aber der Unterschied ist halt wieder, das eine ist teilweise dein eigenes Stuff und bei mir war es komplett geklaut, ja, weiß ich schon. In welcher Realität lebst du? Oh, ja, die Sonne hat safe geblendet. Morgen wieder Haue in der Schule, auch verdient. Versteh nur, Digga. Das kriegt von mir einen Daumen hoch. Wo ist deine Army? Ja, das frage ich mich allerdings auch. Wenn er so viele Fans hat, wie er sagt, warum ist dann keiner in diesen Kommentaren zu sehen? Warum sind dann da nur Hate-Kommentare? Mach doch bitte nicht auf Alec. Du bist so durchschaubar. Du bist nix, Mann. Du bist lächerlich, machst hier einen auf den, der du gar nicht bist. Konzentrier dich mal lieber darauf, wie du einen Teil in der Gesellschaft beitragen kannst und such dir eine Ausbildung oder einen Job mit deinen 16 Jahren. Das sagt einiges aus. Oh. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob mir jetzt zu lachen oder zu weinen zumute ist. Auf jeden Fall ist das ein perfektes Beispiel, wo unsere Jugend momentan steht. Er ist ein echt gutes Beispiel dafür. Und ja, viele Leute werden jetzt vielleicht sagen, warum gibst du dem Ganzen so eine Plattform? Warum machst denn du jetzt so indirekt Werbung für ihn? Ich kann nur eins sagen, ich glaube nicht, egal um welchen YouTuber es geht, oder ich will ihn nicht mal YouTuber nennen, ey. Ganz ehrlich, das kann man nicht. Ich glaube auf jeden Fall nicht, dass das die Werbung ist, die man sich wünscht, und das wird auch nicht die Werbung sein, die ihm irgendwas bringt, im Gegenteil. Und ich bin nicht der Typ, der hier auf Mobbing steht oder dass Leute sinnlos abgehatet werden, aber wie sagt man so schön, man erntet, was man sät, und wenn man sowas bringt und sich so gibt, ich bin mir auf jeden Fall sicher, dass er bzw. dass du das irgendwann extrem bereuen wirst, was du im Internet für Spuren hinterlassen hast, Mann.